Ich fand 17.000 Euro. Ich fand 17.000 Euro. Eine wahre Geschichte. Ein Bruder, den ich persönlich kenne, hat es mir erzählt, dass das mit einem Bruder, den er persönlich kennt, passiert ist. Und subhanallah, was für eine gewaltige Geschichte. Ich erzähle sie dir mal, aber singe mit. Der Bruder war ganz normal in einem Restaurant. Auf einmal sah er ein Portemonnaie. Und es schien so, als würde der Portemonnaie niemandem gehören. Dann hat er halt den Portemonnaie genommen und saß erstmal. Später dann kam ein Mann herein. Der Mann fragte: Entschuldigung, hast du vielleicht ein Portemonnaie gefunden? Daraufhin sagte er: Ja, ich habe ein Portemonnaie gefunden. Welche Farbe hatte er denn? Dann sagte halt der Mann die Farbe des Portemonnaies und er sagte dann: Okay, aber zur Sicherheit möchte ich wissen, was in diesem Portemonnaie drin ist, denn es könnte ja sein, dass du mich gesehen hast, wie ich den Portemonnaie eingesteckt habe und deswegen schon die Farbe kennst. Daraufhin sagte er ihm: Da sind 17.000 Euro drin. Er sagte: 17.000 Euro? Er sagte: 17.000 Euro sind drin. Weißt du denn nicht, was drin ist? Er meinte: Nein, ich habe nicht reingeschaut. Und dann machte er den Portemonnaie auf und da waren wahrlich 17.000 Euro drin. Daraufhin gab er dem Mann sein Portemonnaie zurück und der Inhaber des Portemonnaies wollte dankbar sein. Er holte die Hälfte raus, 8.500 Euro, und er wollte ihm das als Geschenk geben. Daraufhin sagte er: Nein, ich habe es für Allah gemacht. Ich möchte keinen Lohn von dir. Theoretischerweise hätte er das annehmen können, aber er wollte einfach nicht. Er hat darauf bestanden, das Geld nicht anzunehmen. Und subhanallah, 8.500 Euro. Wer von uns hätte dieses Geld nicht angenommen? Und dann erzählt er halt dem Bruder die Geschichte weiter und sagt: In dieser Zeit ging es mir nicht wirklich gut. Ich musste verreisen, aber ich hatte kein Geld. Und subhanallah, irgendwie kam dann ein Mann zu ihm und fragte ihn: Ey, möchtest du bei mir arbeiten? Ich gebe dir 20 Euro die Stunde. 20 Euro die Stunde. Subhanallah, er wollte 8.500 Euro nicht annehmen, weil er es nur für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. Und Allah schickt ihm einen Mann, der ihm sagt: Arbeite bei mir, ich gebe dir 20 Euro die Stunde. Und wallahi, 20 Euro die Stunde in einer bestimmten Zeit sind besser als 8.500 Euro direkt auf die Hand zu bekommen. Und subhanallah, er konnte dann seine Sachen erledigen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn für seine Aufrichtigkeit und Vertrauen belohnt. Und das ist das, was ich sagen möchte. Lasst uns auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Wir müssen auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Wir dürfen nicht aufgeben. Bleibt stark, liebe Geschwister. Lasst euch nicht unterkriegen, liebe Geschwister. Und bis zum nächsten Mal, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister im Islam und Salam, nicht Muslime.